Mir geht es ums Gewinnen und es ist egal, ob du Meister werden willst oder eben aus der Tabellenregion, wo wir jetzt mit Hertha momentan stehen, da rausgekommen. Da musst du gewinnen und darum geht's. Und klar, es ist schwieriger, weil es auch viel mit Selbstvertrauen zu tun hat und Selbstverständnis. Wenn man oben steht, dann ist es viel einfacher, Dinge umzusetzen. Jetzt geht es wirklich ums Überleben. Wir müssen gewinnen, wir müssen kämpfen, wir müssen da wirklich Mentalität reinbringen, Leidenschaft reinbringen. Und ich bin davon überzeugt, dass ich mit meinen Charaktereigenschaften da helfen kann. Und dafür zählt es. Das ist, wir müssen jetzt von morgens bis abends an Hertha denken, da arbeiten und das Bestmögliche raus. Und da bin ich überzeugt mit dem Kader. Ich habe noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Ich hoffe, dass es dann jetzt zeitnah passiert. Aber das, was ich sehe an Spielernamen und an Qualität, ist da auf jeden Fall einiges möglich. Hertha ist für mich ein Verein, ist die Hauptstadt. Hertha ist für mich ein Verein, der definitiv weiter nach oben gehört, wo sie momentan stehen. Und deswegen habe ich Lust, da mitzuhelfen und meine ganze Energie und mein ganzes Wissen und mein ganzes sportliches Repertoire damit einfließen zu lassen, um jetzt die nächsten Spiele wieder so erfolgreich zu gestalten. Es wird unheimlich schwer. Ja, ich kenne den Spielplan, deswegen, aber ich bin sehr, sehr optimistisch und motiviert, dass wir da auch wieder Ergebnisse erzielen werden. Vor 3 Tagen hatte ich dann Training trotzdem mit Cristiano Ronaldo, mit Chiellini, mit Leonardo Bonucci, mit Alexandro. Also da haben wir auch dann 7 gegen 7 gespielt. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie von einem Dorfclub komme, sondern wenn man mit solchen Weltklasse-Spielern dann tagtäglich trainiert, dann verliert man relativ wenig an Qualität. Und, aber klar muss ich jetzt auch wieder den Rhythmus finden und den werde ich auch relativ schnell wieder finden.